Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Duell in Mönchengladbach. Aber es kann sein, dass der eine oder andere Abgang noch passieren wird. Leihangebot von Pinto erstmal. Leihe. Kurzleihe. Ach, der geht doch Kurzleihe auf ein Jahr. Gut, dann kriegt er da ein Jahresleihe. So, gucken wir mal. So, jetzt geht's gegen München, glaube ich, und dann kommt schon Leverkusen. Also wir haben jetzt mehr oder weniger drei starke Teams als Gegner zum Auftakt. Mal gucken, wie weit wir am Ende rauskommen. Wenn wir da mit vier Punkten rauskommen, bin ich eigentlich schon zufrieden. Gut, gehen wir rein und machen nach Mönchengladbach. In den Borussia Park. Die Mannschaft wird soweit passen. Ich denke ja. So, kurz gucken. Wo mach ich mal? Hier. Gut, geht's rein. Ins Match. Ah, komm. Der Regen nimmt kein Ende hier in Mönchengladbach. Aber dennoch willkommen hier im Borussia-Park. Ich bin Wolf Fuß. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Die Gäste haben im ersten Spiel eine gute Leistung geboten. Eigentlich waren alle davon ausgegangen, dass man am Ende mit leeren Händen dasteht. Dann ist es aber immerhin ein Zähler geworden und das war bemerkenswert. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Hat sie auch viel geändert. Ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Unverändert natürlich. Schauen wir noch auf die andere Seite. Könnte ein offensives Spiel werden, Buschi. Ja, das stimmt, Wolf. Zumindest deuten das beide Formationen an. Sie spielen ebenfalls im 4-5-1. Das soll offensiv ausgerichtet sein. Man darf sich da nicht irritieren lassen, weil da nur ein nomineller Stürmer dabei ist. Boah, jetzt kommt er dann wieder fit. Ja, wir haben den Punkt in Dortmund gegen Dortmund geholt. Und damit wäre das schon mal in Ordnung. Jetzt ist es gegen Gladbach, wenn ich den Gladbach an den Fehlschlag reindrücken. Wie gesagt, ich möchte vier Punkte nach drei spielen, das wäre wichtig. Nächster Gegner wird dann Leverkusen sein, morgen um 14 Uhr. Also, aber jetzt erstmal die Borussia. Die zweite Borussia. Für viele Fans natürlich sagen, natürlich die einzige Borussia, oder beziehungsweise die erste, die richtige Borussia. Wie auch immer. Es ist Borussia Mönchengladbach als Gegner heute. Schnell herum. Da kommt die Flanke. Ah, schade. Ah, gute Idee. Ja, das war nix. Also ein Volley ist Lauri Dorisch. Stammspieler. Das war hier nicht der Fall. So ein Lem Kali. So der Schotte. Die Nerven. Wie geht man mit dem Druck um? Es wurde viel über dieses Debüt geredet. Aber nun ist es soweit. Da müssen wir heute mal drauf achten, oder Buschi? Im Tor mussten sie noch mal nachbessern, nachlegen. Jetzt ist er dabei. Sie haben ihn geholt. Ein absoluter Volltreffer. Besser geht's auf dieser Position kaum. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Schau dir rum. Ja, ist gut, wa? Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Ah! Ball ist jetzt. Und die Chance, der Keeper lässt ihn erstmal noch prallen. Ganz alles. Wovon? Er fängt diesen Pass ab. Rote. Und Russi, ja, gegen Sterner, da setzt er sich durch. Jetzt müssen sie aufpassen. Und nee, Kilian Fischer. Chance wird doch nichts. Jetzt ah, Fehlpass da hinten in der Innenverteidigung. Nicht, dass da noch was nachgebessert werden muss. Jonas Hoffmann. Weil die, oh, dann die erste Schnopper. Der hat WML. Hat das Ding da.
Ball kommt kurz. Könnte die Führung werden. Und wieder nicht. Und das aus kürzester Distanz. Na, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Kurz ausgeführt. Ball kommt rein. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Puh, das geht schon wieder gut los da vorne jetzt auf einmal. Ecke wird kurz ausgeführt. Es gibt hier Vorteil für Gladbach. Jonas ja. Hoffmann. Magalla. Gute Chance, aber vereitelt. Macht er ganz sicher. Also Gladbach spielt hier gerade, versucht jetzt ja, gerade richtig Druck zu machen. Mit. Wieder Magalla. Nein. Warte. Ein Fehlpass. Ja, die Innenverteidigung ist noch nicht das wahre Ding. War nicht sick. Ein Unentschieden gab es zuletzt im Heimspiel. Klar, heute wollen sie mehr. Fischer. Jetzt mal über die Seite. Borussia Mönchengladbach hat im Augenblick die klar bessere Ballbesitzquote. Man ist hier die bestimmte Mannschaft. Die haben ja klar die bessere Mannschaft. Wieder Mela. Met jetzt vorbei. Wieder der zweite. Elfmeter für was? Schiri? Und was ist denn jetzt der Elfmeter? Das ist es Morgala? Okay, das kann nur das Hand. Das kann nur sein, dass der mit der Hand dran war. Jetzt wollen sie hier das 1 zu 0. Oh, der geht. Oh, der zweite geht auch drüber. Jonas Hofmann, verschießt der selber. Nerven spielen ihm einen Streich. Fischer. Sterner. Jetzt der Vorstoß. Und 1-0 für Bayreuth. Jetzt richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Na? Das Tor aus kurzer Distanz hier. Ja, kannst du ja, richtig. Haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool. Macht das Ding rein. Ja. Ruhe und Technik, das sind die beiden. Yes, Baby, 1-0. Spiel läuft wieder, Gladbach ist hinten, jetzt muss eine Reaktion kommen. Die bessere Mannschaft liegt hinten, verschießt den Elfmeter und kriegt gerade im Gegenzug das 0-1. Das 0-1. Jonas Hoffmann. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ja, wird hier gut unterstützt. Na boah. Stark gemacht, das könnte was werden. Na boah. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Ecke kommt rein. Situation geht weiter. Immer noch gefährlich. Nova! Klasse Chance. Das war dann doch zu schwach. Ja, da müssen wir mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Wie gesagt, gehe ich ja mit 4 Punkten, gehe ich ja mit dem Sieg raus, habe ich mein Soll erreicht. Da wäre das top. Gut, die Balleroberung. Gladbach bekommt hier den Freistoß. Gladbach bekommt den Freistoß für was? Schon wieder. Jonas Hoffmann. Gutes Tackling. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. 1-1. Und dann fällt der Ausgleich. Ja, das Hofmann, wollte er wieder verschossen, jetzt macht er den Ausgleich. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann sehen wir. Ja, diesmal kann der Knieper da nichts dran halten. Aber er setzt. Und dann ist es kurz vor der Pause wirklich der bittere Ausgleich noch. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Jonas Hoffmann. Jetzt ist er durch. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. So, na gut.
Gucken wir mal, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ob wir da wieder in Führung gehen können oder ob wir hier nur auf Unentschieden spielen. Zwei Unentschieden wäre auch okay. Wie gesagt, 4 Punkte, dann müssen wir auf 5 kommen, wenn wir Leverkusen schlagen. Die waren im Pokal letzte Saison mit 3-0 auswärts geschlagen, aber das wird definitiv eine andere Hausnummer werden. Es ist Bundesliga. Es ist halt so. Schalte rum erstmal. Wir lassen den Ball da jetzt gut laufen. Ja. Sehr gutes Tackling. Das nee, da gut aufpasst. Sich mit West Ham United auf einen Wechsel geeinigt. Da dürfen wir gespannt Grafenberg, sein, ob er sich durchsetzen kann. Von Bayern. Ein echter Coup. Ja. Wenn du mich fragst, alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Jonas Hofmann. Hofmann, der viel da vorne tut. Hat wie gesagt den Elfmeter verschossen. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ballbesitz ist Schiri, der hat schon gelb. Ob er da ungestraft davon kommt. Es gibt die gelbe Karte und das war grenzwertig, oder Buschi? Ja, gibt Schiris, die geben da rot, sah fast nach Notbremse aus, weiß sich da nicht mehr anders zu helfen. Ja, ich glaube, da sind sie mit gelb gut bedient. Ich glaube, Notbremse war es nicht. Nein, Notbremse war es nicht. Allzu große Aufgabe. Ah, die Pferde war schon sehr, sehr groß. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es auswärts. Oh, das wird gefährlich. Und das ist das 2-1 für die Bayreuther. Sie sind heute einfach Nummer. Ja, einfach mal kurz sich gedreht und damit war er durch an den beiden. Die 16, Bayer, der darf halt nicht mehr. Der hat ja schon gelb. Gerade durch den Freistoß gesehen. Und plötzlich ist es das 2-1 für Bayreuth. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. 2-1, hier ist noch alles drin. Ja, Einwurf für Klappbach. Meunier. Saad. Darius Gonzalez. Gut gemacht. Voll in diesen Zweikampf. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte, aber die Führung spricht ja für sich. Nur kriegt sich mitgenommen. Was sie wollen in diesem Spiel, nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung. Jetzt sehen sie sich erstmal diesem Angriff hier gegenüber. Gumi. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Jetzt der Schuss! Und das ist das 2-2. Das ist das Tor für Mönchengladbach. Mann, ey! Jedes Mal dieses Durchgelaufen, das mit der. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. Klar, wenn das hier auch voll ist, das ist eine rote Karte. Punkt. Auf die Fischer hier mit glatt rot vom Platz. Zum 2:2. So, 2-2. Kurz, oder? Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Die Fischer, warum hat der jetzt gelb gesehen? Für was? Ach, das war ja gar nichts. Ich wollte auf der anderen Seite spielen. Ballgewinn hier. Jonas Hofmann. Super Pass jetzt. Er schießt. Eine echte Prüfung war das für ihn natürlich nicht. Nee, das war mühelos. Ach Mann. Den wollte ich schön da vorne auf die Außen setzen. Rote. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Gladbach wechselt. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Passt alles soweit. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Platz zum Kontakt. Nur Bohr. Eckloff. Vielleicht die Führung. Eckloff. Dran. Ja, sie gehen hier in Führung. Und das geht mal in Führung. Gladbach steht vor Fischer mit 0 Punkten.
das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Nur ja, boah! Und dann ist es Eglauf und dann ist es das 2-3 hier. Ja. So, kurz mal ein bisschen durchwechseln hier. Kakutalua rein. Auf die rechte Seite für Fischer. Dass der nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Und wir wechseln einmal kurz durch. 83. Minute, die dritte Führung. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Sie liegen vorne, aber es ist nur ein Tor. Dünner Vorsprung, auch wenn wir nur noch 5 Happy. Minuten auf Kacke Talua. Er hat den Ball. Wird da was der kommen? Verliert erstmal den Ball da außen an Nico. Haller. Einwurf Borussia Mönchengladbach. Wechsel bei Gladbach. Könnte der Ausgleich sein. Jetzt bloß nicht noch den Meter verursachen. Napa. Die Chance nicht vorbei. Hannes Wolf. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Ja! Das ist der Schlusswurf. Am Ende. Gladbach bleibt bei 0 Punkten. Fehlstart nach der Niederlage gegen die Bayern. Verlieren sie auch zu Hause gegen Bayreuth. Und unser erster Bundesliga-Sieg ist unter Dach und Fach. Und damit haben wir 4 Punkte aus 2 Spielen. Also, das, was ich nach 3 haben wollte. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur. Weil jetzt gegen Leverkusen verlieren, wenn ich voll im Soll. Aber wie gesagt, ich werde natürlich mindestens einen Punkt gegen Leverkusen. Wenigstens ist das. Ganz frei, aber das war stark gemacht. So. Gehen wir kurz ins Interview nach dem Spiel. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Grandioser Auftritt natürlich. Er hat seine 2 Tore gemacht, hat das letzte Tor vorbereitet. Passt also. So. Ah, machen wir so. Scheiß drauf. War jetzt ein bisschen anders gedacht. Na gut. Egal. Wir haben es geschafft. Wir haben 4 Punkte. Wir sind gut dabei. Und Sieg ist Sieg. Alle meine ist egal. Vielen Dank. Jo, passt.
Gut. Gucken wir mal kurz auf die Tabelle noch schnell, wie weit wir sind. Wir sind jetzt Sechster hinter Bielefeld vor dem nächsten Gegner aus Leverkusen. Und den sehen wir uns in der nächsten Folge an.